Scheiße, ist das lange her. Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von VAB und der Orden des Phönix. Man glaubt's ja kaum. Ich habe gerade gesehen, Spielstand, also wo ich zuletzt gespielt habe, wo ich zuletzt aufgenommen habe. Das war einfach Anfang Mai, so mündliche Prüfungen und so. Boah, habe ich jetzt hier lange nicht mehr reingeschaut. Aber sofort war mir wieder klar, was hier Sache ist. Wir haben hier ein bisschen den Innenhof dekoriert, weil die gute Umbridge, die mag ja hier solche schönen rosa Blümchen und so. Und dementsprechend haben wir es ihr hier ein bisschen schön gemacht. Ja, ich freue mich, euch hier auch mal wieder mitnehmen zu dürfen. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ah, okay, ja, ja, dieses Pendel schaukelt hier auch noch wild vor sich hin. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie sehe ich denn überhaupt die Quests? So, glaube ich. Also, ich habe hier echt zu lange nicht mehr gespielt, so. Ah. Oh, Hilfe, meine... Ih, die Mausempfindlichkeit, so. Gut, so ist angenehmer. Gut, hier gibt's Colin Creevy. Die leuchtet so. Mini-Quest? Nee, ich brauche keine Mini-Quest. Was gibt's denn noch so? Silencing Umbridge. Okay, das klingt eigentlich fast ein bisschen spannender. Aber theoretisch sind wir jetzt hier schon draußen. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz bei Colin vorbei, was der da mit seinen Heulern da macht. So, wie komme ich hier wieder raus? Ah. Ja, ich bin ein bisschen aus der Übung. Fällt gar nicht auf, oder? So. Aber jetzt ist einfach die richtige Zeit, um hier mal wieder ein bisschen zu sitzen und ein bisschen zu spielen. Jetzt geht der Sommer langsam zu Ende. Jetzt habe ich hier die Zeit, da ein bisschen rumzuspielen. Jetzt habt ihr dann vielleicht auch wieder Zeit zuzuschauen, wenn einfach die Zeit mit Urlaub und so vorbei ist. Und dann werde ich euch die Sonntagnachmittage hier etwas versüßen. Okay. Was ich jetzt auch nicht weiß, ob hier eben alles funktioniert, ob die Facecam passt und so, weil die wandert halt hin und wieder mal ein bisschen hin und her. Ob die jetzt zu groß oder zu klein ist, ob die zu weit im Bild ist oder ob das so passt. Also gern einfach mal raushauen. Jetzt hier in der Folge kann ich eh nichts ändern, weil aus diesem alten Spiel hier, da kann ich nicht einfach raustappen oder so. Es ist irgendwie, ja, ein bisschen komplizierter als normal. Oh, diese Musik. Diese Aussicht. Hey Harry. Oh. Was hat der denn da alles dabei? Boah, Hogwarts schaut so gut aus. Also im Grunde schaut sie noch überhaupt nicht gut aus, aber trotzdem, es ist halt Hogwarts, es schaut cool aus. So. Ja, bitte. Ja. Hi Colin. Ah. Right? No, I can't cast the spells you taught us properly. I wish I could. Then I could show that stupid inquisitorial squad. Ja, hättest du mal im Unterricht aufgepasst, ne? Yeah, I know, Colin, but I want to fight them like you and Ron and Hermione. Fred and George said I could. They gave me these boxes of Honeyduke's chocolates to post to the inquisitorial squad, but I can't even get into the owlery to send them. I'll help you. What? Really? Yeah, but why do Fred and George want to send chocolates to the inquisitorial squad? Because they're not really chocolates. They're some really, really loud howlers. As soon as the inquisitorial squad opens them, they'll get chased around by howlers shouting really rude things at them. Fred and George have brilliant plans. We just need to find a way inside. Okay, also Colin möchte ich ja eigentlich nicht helfen, aber die Idee ist lustig, deshalb... Was, jetzt soll ich wieder auf der Map nachschauen, um zu sehen, was ich hier gemacht habe? Nee, warte. Wo sehe ich das denn jetzt? Hä? Da ist nichts, oder? Bin ich einfach nur blöd? Naja, hier stehen freundliche Leute. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach auch mal hin. Ja, und easy. Ach, die... Ach. Do you know any spells to blow it up? Or that'll make a troll appear to rip its hinges off? Or... No. An Umbridge has probably put a warning spell on the door anyway. Yeah, hadn't thought of that. I did think of climbing up there. I suppose I'll have to climb up. Then you can pass the boxes up to me. That'll be cool. Thanks, Harry.
Who keeps planting these things? We'll help, Harry. Warte, was? Also, vielleicht scheitert's an meinem Englisch, aber ich soll da jetzt ernsthaft hochklettern, oder was? You'll have to climb up to the window. Ja, da ist doch ein Window. Okay. Das hilft mir jetzt hier aber nicht viel weiter. Ich würde sagen, ich gehe mal hier auf die Rückseite rum. So. Also, oh, da, ja. Ja. Ja, geht nicht. Vielleicht muss ich erst diesen Busch verbrennen. Wie war das denn nochmal? Jetzt brauche ich meine Spelllist hier. So. Incendio. Ah, stimmt, das war ja der, der nicht funktioniert hatte, aber mit dem Maustasten funktioniert. So, entspannt. Und jetzt? Ja. Ja, ja. Ist auch gar nicht gruselig hier oben. Macht das voll gern für dich. Boah, schaut euch das mal an. Kriege ich ja Höhenangst vom Zuschauen. Hier ist einfach so eine fette Taube. Vielleicht ist es auch eine Eule. Ah ja, schaut wie eine Eule aus. Was? Da ist so ein großes Fenster, da kann ich reingehen, glaube ich. Hä? Okay. Ach, ich soll von innen jetzt aufmachen, oder wie? Okay, Colin. Wow, you made it. That was the best climbing I've seen ever. Ja, was macht Harry denn? Now pass me those boxes before Umbridge catches us. Colin, wo bist du denn? Ah, du stehst zwar außen vorm Turm, aber ich rede einfach mal hier mit der Decke. Did you get it? Yeah. Thanks. Your pulso. No use, it's locked. Fred and George said you need to put the boxes into the empty owl holes. Ja. Ministry of Magic. Ja, aber wo sind diese Boxes jetzt hin? Hallo? Ach, da unten. Ah, cool. Da ist schon mal eine. So, mal schauen, ob ich die hochbekomme. Hallo? Harry? Hä? Also bin ich jetzt so blöd oder ist er so blöd? Ja, schon, oder? Ah, jetzt auf einmal. Ah, Hilfe. Ja? Ja! Hey. Genau, ihr kommt hier einfach mal so reingedroppt. Man weiß auch nicht woher genau, aber das ist mir jetzt erstmal relativ egal, solange ich die da reinstellen kann. I've done all the ones on the ground floor. I knew you'd do it. Don't forget the ones upstairs. Wingardium Leviosa. So, wo muss ich denn hin? Wie weit hoch? Ah ja, da steht eine Box. Ich glaube, dann bin ich hier richtig. Nein, ich will hier lang. So. Und jetzt. Da. I need another box, Colin. Brilliant. Wingardium Leviosa. So, wo muss die denn hin? Genau, die fliegt auch einfach einmal durch die Wand hier rein. Wingardium Leviosa. Boah, schrei doch nicht so. That's it. Send me the last one. That's brilliant, Harry. Wingardium Leviosa. Wo muss die denn hin? I need another one. Hä? Okay. Wingardium Leviosa. Habt ihr es gerade gesehen? I need another box, Colin. Okay. Wingardium Leviosa. I need another box, eh? Colin. Okay. Wingardium Leviosa. I need another one. Okay. Wingardium Leviosa. I need another one. Okay. Wingardium Leviosa. Es hört nicht mehr auf. Halt, stopp! I need another box, Colin. Okay. Ach, ich muss sie jetzt fangen, oder wie?
kann aber... Oh, ah, okay. Wingardium Leviosa. Nein, nein, ich will dahin. Ja. Ja. Done it. I'm coming out now. Nice one, Harry. This will show the Inquisitorial squad. So. Wait. Wie komme ich hier jetzt raus? Quick, get to the window on the top floor. On the top floor. Ja, da bin ich gerade. Warte, soll ich jetzt hier raus? Aber ich komme hier, ich kann hier nicht raus. Oder gibt es hier noch ein anderes Window? Ich kann hier wieder eine Runde für Fisch an der Stange tanzen. Vielleicht lässt er mich dann in Ruhe. Fred and George said I might need to fix stuff. Look for something to repair so you can reach the window. Ja, was? Soll ich das hier jetzt erst ganz machen? Ich weiß aber nicht mehr, wie das geht. Ah, so rum. Reparo. Ja, jetzt noch hier rum vielleicht. Ja? Ah, das reicht von der Höhe. I don't want to talk about exams. I'm hanging off a wall, Colin. Ja, ich glaube, das ist der falsche Weg, oder? Ich will ja eher runter. Oh, ist es hoch. Aber Harry ist richtig gut dabei, wenn der es schafft, da lang zu klettern. Boah, kann ich hier auf diesen Sims darüber? Nee, anscheinend nicht. Da schaut's gemütlicher aus als hier. Verzieh dich, du Eule. Isn't it funny that owls are called owls, like owls? You could take your owl to your owl. How funny would that be? Mm. Oh, wow, that was close. Ich riskiere hier mein Leben und der Typ, der muss nur dummes Zeug daher labern. Es ist doch unmöglich. Ja? Kann ich hier rüber? Ich weiß nicht, ob das geht von dieser Kante aus. Ah ja, es scheint zu funktionieren. Gut, 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 gut. Ne, da komme ich nicht weit. Loslassen. Hallo. Danke. Spannend wie immer dieses Spiel hier. Ja, ich hab's fast geschafft. Ich glaube, wenn ich jetzt runterfalle, sterbe ich nicht mal mehr. Oh, da bröselt schon runter von der Kante. Oh oh. So. Da, hä? Da stehen ja noch mehr solche Boxen. Was hat der eigentlich für einen Job gemacht? Naja. Ich bin fertig hier, mir reicht's jetzt. Ja, dann kletter du halt vielleicht hier blöd rum. Hä? Wie komme ich da jetzt rüber? Ach nee, ich muss erst nochmal eine Etage hier hoch. Jetzt kann ich runter, so. Nice one, Harry. Those houses will give those diese Kameraperspektive immer. You did really well, Colin. I did. Hey, er hat nichts gemacht. Yeah, of course. Thanks, Harry. Wow, I helped Harry Potter. Dennis is going to be so jealous. Dummer Sack. So, dann gehen wir mal weiter. Coole Sachen machen. Und zwar dahin. Bisschen Umbridge ärgern. Ach, ja, jetzt. So, geh weg. Ich
bin Harry Potter, ich darf hier durch. Also diese Wege immer zu rennen, das ist dann fast ein bisschen langweilig inzwischen. Anfangs muss ich sagen, mochte ich das echt. Hier einfach ein bisschen rumzuspazieren und so. Aber in Folgen, die doch doch ein bisschen kurzweiliger sein sollten als nur dieses Gerinne hier, passt mir das nicht ganz so gut. Ah, Hilfe. Also ein bisschen Hogwarts erkunden, cool. Oder auch ein bisschen so, wenn es einfach schön zum Ansehen wäre und so. Also es ist relativ schön zum Ansehen, so für 2011. Oder nee, 2007 glaube ich sogar. Also für damalige Verhältnisse einfach Top-Grafik und so. Aber hey. Aber um die ganze Zeit so viel hier rumzulaufen, eignet sich's dann doch irgendwie noch nicht ganz. Nee, da komme ich nicht lang. Hey, lass mich durch. Hallo. So. Hey, falscher Durchgang. Hier. So. Nee, ich gehe hier rum. Aber zumindest kommt hier OG-Videospielmusik. Ah ja, genau, auf einmal hört man es nicht mehr. Hey. Was machen denn die ganzen Leute hier alle? Hallo. We need your help. We. Yeah. Students are reminded that passing notes in class is prohibited. Okay. Announcements are really annoying. We think we know how we can sabotage them, but we need your help. Okay. Can you help us move? Weil die Musik ist so laut, wenn die so leise reden. Idea, isn't it? Great, let's do it. Here's the potion. We'll keep an eye out, Harry. Don't pull that face, Ron. Someone's got to keep a lookout. Hä? Was machen wir jetzt? Also wir wollen irgendwie die Lautsprecher kaputt machen. Das ist eine gute Idee. Wie? Keine Ahnung. Okay. Ich schau mal hier nochmal nach. Also. Ja, die wollen beide Silencing Umbridge, was auch darauf abzielt, diese Lautsprecher kaputt zu machen. Ist an sich eine gute Idee, aber ich weiß nicht wie. Dazu schaue ich einfach mal auf die Spelllist. Nee. Oh, Depulsor ist doch eine Idee, oder? Oder Reducto. Ja, anzünden kann ich die wahrscheinlich eher nicht. Oh, da ist Shepard doch schon mal gut. Aber jetzt kann ich da nicht hochzielen. Hallo? Ja, cool. Jetzt mache ich hier die arme Bank kaputt. Die Bank hat mir nichts getan. Ach, ich soll climb up. Ach so, ja. Dafür ist die Bank dann doch ganz sinnvoll. Wingardium Leviosa. Great. So, ja, hat doch direkt aufs erste Mal geklappt. Und jetzt? Oh, cool, ich kann den. Oh, kann den Teppich ausschütteln. Ja, aber was soll ich denn jetzt hier oben? Da brauche ich noch eine Bank. Ich nehme hier einfach mal noch eine Bank. Nee. Ja, kein Problem. Danke fürs Nichtstun. Entschuldigung. So, und jetzt? Hey, do you know where Rowena Ravenclaw came from? Yeah, of course. Hä? Rowena Ravenclaw was from the Glens. Right, thanks.
Und ach nee. Students will be aware that Nifflers are not fun. They are naughty. Anyone found? Quick, pour the potion on it. This is the High Inquisitor. I eat frogs. Was? It worked. We'll go and make some more bubbling beverage so we can sabotage the other speakers. Come look for us by one of the other speakers later. See you, Harry. Okay, da habe ich mal wieder gute Arbeit geleistet. Danke für fürs Nichtstun, ihr beiden. So, und was mache ich jetzt noch? Vielleicht mache ich auch gar nichts mehr diese Folge. Doch schon wieder so viel Zeit für nichts. Ach, ich muss es jetzt auch anderswo noch machen. Ja, ich würde sagen, das mache ich dann wohl oder übel in der nächsten Folge. Weil, bis ich da jetzt erstmal hinlaufe und das dann auch wieder gemacht habe. Nee, danke, das wird ja wieder viel zu lang hier. Also, wir hören uns dann planmäßig nächsten Sonntag hier wieder. Schaltet gerne wieder ein, lasst mir gerne Feedback da, hat alles gepasst und so. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Deshalb, bis nächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Harry Potter, VRB, Ron Weasley, Hermine Granger und all die anderen nichtstuenden Leute hier und der Orden des Phönix. Und dann sage ich noch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.